Hintergrund geändert. Und damit sind wir, klappen wir gerade auf. Gleich da, genau. Wir sind gleich, gleich da, gleich da, gleich da. Wir sind da. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Intro-Gag, den wir ja jetzt erst machen, weil... Weil wir jetzt erst angefangen haben. Genau, ja, wir haben jetzt sowas von gerade vorher nichts gemacht. Nein. Nein. Nein, wir würden vorher nie was machen. Nein, wir würden nie und nimmer vorher vor Lady Layton schon was anderes streamen, wie zum Beispiel Mario Party 5 oder so. Ja. Also dementsprechend, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Stream an diesem Tag. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, in dem nicht vorangegangenen Stream, ich habe einen tollen Pullover bekommen. Mögt ihr auch Magma? Schreibt es in die Kommentare. Heißt ihr Mark und eure Mama mag Magma? Ich sollte das mal auch Marks Mama zeigen und nicht nur Mark. Ich habe das Mark mal geschickt. Und er fand's auch lustig. Aber es sieht auch echt schön aus, so wie ein Emblem und sowas. Also man kann's, ja, also man kann es auf jeden Fall überall tragen. Gut, alle mögen jetzt Magma. So, übrigens, ich sollte mal hier rausgehen und was machst du da schon wieder? Ich habe gar nichts gemacht. Du drückst rum. Ich habe nur... Wir können hier vergrößern. Warte, ich habe nur das nachgeholt, wo du letztes Mal zu weit gegangen bist. Ich bin zu weit gegangen? Ja. Warum bin... Ich bin eindeutig zu weit gegangen. Wo bin ich zu weit gegangen? Bei mir. Was habe ich gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Du bist in den nächsten Raum gegangen. Ich bin in den nächsten Raum gegangen? Aha! Ah, ich bin ja in den nächsten Raum gegangen. Was? Ich hab was gefunden, wo, du hast ich was... Wo denn? Wo ist das denn? Such doch! Ach, hier! Hier in dem... Staub? Du hast Folgendes entdeckt! Irgendwas aus irgendwo! Tja, und das ist kein Pufanier mehr kaufen. Ja. Benny würde sich freuen, nicht freuen, das zu sehen. Jetzt haben die schon Popanio. Popanio, Popanio. Rapante, Rapante. Rapante, Rapante. Alte Hage, Hage. Alte Hage, Hage. So, wollen wir mal irgendwo was vergrößern? Ja, ich mach den Tisch gerade. Okay, ich mach auch mal den Tisch gerade. Da ist bestimmt... Ein Stillleben. Ein Stillleben? Ein paar wirklich exotische Früchte. Ah, warte! Einige sind offenbar ein wenig angeknabbert. Okay. Das war dann wohl Rex. Weil Katzen ja bekanntermaßen so gern Obst essen. Nadelstreifen. Vielleicht, wenn es ein Goldfischglas wäre. Vielleicht war Frau von Doppelfund hungrig und konnte einem Bissen nicht widerstehen. Übrigens, einmal gratulieren reicht. Ich nehme das schon auf, keine Sorge. Beziehungsweise ich lese sowas, keine Sorge. So, weil reiche Damen ja bekanntermaßen so lausige Manieren haben, kommt schon, Leute. Kannst du mit Sicherheit sagen, dass sie es war, nicht wahr? Dass sie es nicht war? Nein, mit Sicherheit nicht, aber wir können wohl davon ausgehen, dass sie es nicht war. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich. Ist verwandt mit Inspektor Hastings. Ja. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nö, oder? Ich glaube nicht. Ich habe nochmal den Dingens angeklickt, aber da war nichts. Na gut. Dann noch was anderes. Also da hinten ist so ein Vorhang. Ja, warte. Genau. Gott, ob dann hier irgendwie ein Hinweis mit erscheint. Bananenschalen! Vielleicht ist Rex auch gar keine... Ein Affe! Ja. Oder draußen ist auch... Also die Fenster kann man auch angucken. Ah, ein Kissen! Ich hab einen Hinweis mit dir. Oh, Moment. Hier, ich hab erstmal das hier. Okay, bitte. Ich bitte, Rex, das ist ein Affe. Nur weil's Bananen sind? Ja. Das wäre voll, wie nennt man das? Vorurteilsmäßig. Wieso? Ich wette. Was,
Was für ein Tier kennst du noch? Was so Obst lieben gerne isst und das so frei herumliegen kann, dass es das auch so liegen lässt und Bananen auch anscheinend schälen kann. Wer sagt, dass es die selbst geschält hat? Vielleicht wurden die ja schon angeschält und... Achso, angeschält, ja, wow. Aber trotzdem, manche. Aber ja, tatsächlich. Also andere Tiere können das Obst zumindest nicht selbst schälen. Ja. Also auf jeden Fall Fenstertüren zum Garten. Ich habe die Bananenschalen angeklickt. Dann lies mal bitte meins erstmal. Die Fenstertüren zum Garten stehen offen. Ja, das Schloss schließt nicht richtig. Man muss nur sanft schieben und schon springen die Türen auf. Gut, man muss nicht Sherlock O.C. Holmes sein, um zu kombinieren, was das bedeutet. Offensichtlich ist es sehr wahrscheinlich, dass Rex auf diesem Wege ausgebüxt ist. Oh. Na. So, und jetzt klick auf die Bananen. Okay. Danke, Leute. Pass auf, wo du hintrittst, Ernest. Da liegen ein paar Bananenschalen auf dem Boden. Die hat bestimmt jemand... absichtlich dahin gelegt. Ja, und... Das hat bestimmt das Dienstmädchen gemacht. Nein, das war jemand, der gerne in Go-Karts fährt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, das war das Dienstmädchen. Das wollte, dass wir ausrutschen und bewusstlos werden, damit sie uns in den Keller kommen. Meine Güte, du hast recht. Jemand will uns umbringen. Oder zumindest, weiß ich nicht, so an uns rumdoktern. Also hier so. Ja, ja. Ja. So, Chirurg und so. Ich hätte mich wohl glatt auf die Nase gelegt, wenn du mich nicht gewarnt hättest, Sherl. An so einem Ort rechnet man eigentlich nicht mit herumliegenden Bananenschalen, oder? Nein, das ist ein wenig unerwartet. Da hat wohl jemand Bananen gegessen und die Schalen auf den Boden geworfen. 2618 wäre übrigens auch nicht so passend. Was war's denn dann wirklich? Wirklich ist es 2419. Echt? Aber vom Wunsch her. Okay. Achso, vom Wunsch her. 2618 wäre dann besser, oder was? Nee. Nein. Weil 26 stimmt ja, aber... Nee, Moment. Dasselbe, was du letztes Mal wolltest. Aber war es nicht dann so? Nee. Hab ich nicht... Ja, warum nicht 26? Ich dachte... Oder hatten wir danach nichts mehr? Ich glaube nicht. Also Kira meinte auch 2419. Weil... echt jetzt? Okay, ich glaub's ehrlich gesagt. Ich hoffe, Kira, du hast alle Folgen nochmal durchgeguckt. Wenn nicht, mach es jetzt. Nein, aber Quatsch. Aber sie war doch beim Stream dabei. Ja, eben. Also wird sie ja sicherlich, Ja, eben, also. Ja. Auf jeden Fall, wahrscheinlich Frau von Doppelpfund. Schließlich ist das ja ihr Salon. Noch eine Frau, die ihren Dreck nicht wegmacht. Was, Cat? Also so schlimm bin ich nun auch nicht, Scholl. Ich lasse keinen Bananenschalen herumliegen. Ding, 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 ding. Blub. Erster. Nein, nö. Quatsch. War ich. Wir fanden mehrere Bananenschalen auf dem Boden des Salons. Vielleicht hat Frau von Doppelpfund sie ja selbst weggeworfen. Offenbar liegen sie dort schon seit Rex verschwunden ist. Ja, also wird sie sicherlich nicht... Warum sollte Frau von Doppelpfund Bananenschalen essen? Die mag ja nicht mal Geschäftsessen. So, wo war die Münze? Warte, ich muss noch das an... wenn du wieder zurückzoomst, mit dem Kissen irgendwie. Kissen, Kissen, Kissen. Auf dem Sofa, wo man hineinzoomen konnte. Da? Da! Eine Modemünze! Ach, keine Hinweismünze! Eine Modemünze? Eine Modemünze. Ist es denn auch sicher die ich hatte? Ich hoffe. Also es war auf so, da... So in der Nähe von dem gelben Kissen hinten auf dieser Sofalehne, oder? Na, guck mal, wo mein Pfeil, mein... Ja, da hatte ich es auch, okay. Dann ist es eine Modemünze. Okay. So, wollen wir jetzt mal rein... Nee, warte mal, hier ist noch was... Bücher, bla bla bla, Wirtschaftslehre. Oh, Wirtschaftslehre, hasse ich. Scheint eine belesene Dame zu sein.
Ah, da stehen sogar Bücher, die Frau von Doppelpfund selbst verfasst hat. Auf den ersten Blick wirken sie sehr kompliziert und auf den zweiten auch. Habt ihr die Reittrophäen gesehen? Ob die auch ihr gehören? Eigentlich hat sie ja eher das Pferd verdient. Ja, so viel zu den nicht unsensiblen, also den nicht allzu unsensiblen dicken Witzen. Das ist hier ein Rätsel! So, dann schalt mal um. Ja, dann. Nö. Oh, da ist ja ein Rätsel. Schaut, wahrscheinlich eines von Frau Doppelfund. Okay, jetzt vielleicht. Nee, doch noch nicht. Pass auf, dass du dir nicht die Pfoten daran verbrennst. Rätsel 46, das seltsame Bücherregal. Okay, ich lese dann mal. Kira habe ich gerade gemacht im Geheimen. Das seltsame Bücherregal. Hier ist ein Foto von einem seltsamen Bücherregal von oben und unten anscheinend relativ bedeutungslos. Wo was oben und unten relativ bedeutungslos sind. Wie viele Bücher müssen mindestens festgeklebt werden, damit sie an ihrem Platz bleiben und es wie auf dem Bild aussieht? Bücher bleiben übrigens nicht stecken, ganz egal, wie fest du sie zusammenschiebst. Hä, warte nochmal. Warte. Noch nicht. Okay. Was heißt das? Das heißt, da oben und unten ist bedeutungslos. Bedeutet, du kannst ja, es in jede Richtung machen. Also, aber die würden auch, also die würden, die sind nicht so fest aneinander gepresst, dass sie dann... so, also, das auf der letzte Satz, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt, ich mach mal, nee, kann ich nicht. Wenn du jetzt in der untersten Reihe das linke und das übernächste, das grüne und das gelbe festklebst, wird nicht das lilane dadurch fest. Hä? Na, wenn du das lilane locker lässt ja. und das grüne aber festklebst und das gelbe festklebst, dann fliegt trotzdem das lilane raus. Also es bleibt dann nicht stecken. Okay, ja, und außerdem ist es ja auch nicht so, dass die dadurch, dass die zum Beispiel so weit aneinander geschoben sind, können wir bitte erstmal zu Ende reden, bevor du irgendwas machst. Ja. Das ist sonst unfair. Okay. Ich dachte, es sind jetzt alles geklärt. Nein. Also, der letzte Satz ist ja halt, sie bleiben nicht stecken, egal wie fest du sie zusammenschiebst. Das heißt, also man hat nie dieses, durch, also wie hier zum Beispiel bei mir unterm Tisch, was man gerade nicht sieht. Es ist halt nicht, wenn du sie so fest zusammensteckst, dass sie dann nicht rauskommt. Okay, alles klar, gut, dann fangen wir mal an. Okay, schade. Meine erste Intuition war nicht richtig. Ich lache, wenn es stimmt. Ich bin fertig. Oh, das ist gemein. Nee, ist es nicht. Damit sie an ihrem Platz bleiben? Du hast außerdem mal falsch geantwortet. Wir sollten doch mal eine Regel dazu einführen. Nee, ich habe ja nicht geraten. Doch, hast du. Wieso? Weil ich hatte nicht, eine weil Erklärung. Ich nicht das... Kannst du das beweisen? Kann ich dir beweisen? Also ich kann dir meine erste Erklärung sagen. Na okay, dann lasse ich mir jetzt Zeit, damit ich wenigstens auf Anhieb die richtige Antwort mit mehr Pika-Rat bekomme. Also ich kann dir sagen, was meine falsche Antwort war, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe gedacht, man muss zwei Bücher festkleben. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe gedacht, man kann das Regal so kippen, so sozusagen nach links, und dann muss man nur zwei Bücher da festkleben. Kippen ist echt eine geile Idee, ehrlich gesagt. Das habe ich halt gedacht. Ich habe gedacht, oh, ich bin jetzt Mastermind und mach das halt und kipp das so und dann müsste also man. Du würdest das, ja, du würdest das sozusagen so rumkippen. So rumkippen, dann liegen ja die Bücher aufeinander. Moment, kann ich das ja auch so irgendwie in dem. Nee, das geht nicht. Du kannst ja so, das so raufhalten. Ja. Also, ich habe halt gedacht, man könnte es folgendermaßen so kippen und dann müsste man nur zwei Bücher festkleben oder eins. Das, eins, ja. Das ist halt so... Theoretisch wäre es eins, ja. In dem Falle. Ja. Weil die anderen würden ja... Da würden ja drauf liegen bleiben. Ja, also das obere von den beiden würde liegen bleiben, ja. Ja. Also warum ist eins dann falsch?
Das habe ich mir halt auch gedacht am Anfang. Und dann ist es mir, habe ich ein bisschen anders überlegt und dann war es mir klar. Ja, wahrscheinlich, weil es noch weniger geht mit 0, aber warum? Ich weiß es auch jetzt, wo ich noch nicht den Rätseltext habe. Sagen wir mal so, wo ich es dann falsch hatte, habe ich sozusagen den Tipp bekommen. Das ist ja gemein. Nee, du kriegst ja, wenn du was falsch hast, kriegst du ja so einen kleinen Ding. Ja, eben, den habe ich nicht bekommen. Aber ich hatte ja eine plausible Erklärung, warum ich die Antwort eingegeben habe, musst du zugeben. Du musst zugeben, dass das eine plausible Antwort war. Es war eine plausible Antwort, so. Aber jetzt will ich auch selber mal rausfinden, warum... Soll ich dir den Tipp sagen, den ich gekriegt habe? Nein. Okay. Ich weiß es selber. Ja. Und es ist ja tatsächlich einfach nur 0. Ja. Also ich finde das Rätsel deswegen zwar ein bisschen doof, aber... Weil eins hätte man, ich so man legt gefeiert, das einfach so auf den Boden. Ja. Also es ist so, als würde man jetzt drauf gucken. Also mein Tipp war... Wow. Mein Tipp war halt einfach nur... überlegt, in welcher Position es ist. Wenn ihr so weiter diskutiert, ziehe ich jedem 10 ab. Stimmt gar nicht. Oh genau, Trial. I demand Trial by Combat. Ja, eben. Ich habe halt auch... Ah, das ist ja... Aber du musst sagen, dass meine Lösung um einiges cooler war. Aber wer legt denn sein Bücherregal auf den Boden? Ja, aber du musst sagen, meine Lösung war cool. Außerdem, was wenn dann dadurch... weil Bücher haben ja Seiten da eben. Unten, die würden ja eigentlich jetzt so auseinandergehen. Ja, eben. Also eigentlich ist es dumm. Eigentlich ist es, ja. Nee. Falsch! Nee, aber gucke, ich habe eigentlich... Ist meine Lösung sogar viel geiler. Meine erste. Musst du zugeben. Das wäre eine viel coolere Lösung fürs Rätsel gewesen.